Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zum Server einrichten. So, wir haben uns letztes Mal einen kleinen Teamspeak-Server hier gehostet auf unserem Server, den wir von HK Hosting bestellt haben. Link wie immer in der Beschreibung. Und jetzt wollen wir uns ganz kurz zumindest mit den Rechten zusammen auseinandersetzen. Was wir hier offen haben, ist einfach der Standard-Server und wir haben uns zweimal drauf verbunden, beziehungsweise ich habe mich zweimal drauf verbunden, beides mal im Default-Channel, einmal als Server-Admin und einmal als SAM-Dude. So, beide sind hier Server-Admin, weil logischerweise ich im Prinzip beides bin, ist aber kein Problem. So, und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen als erstes mal ganz kurz in die Default-Eigenschaften reingucken. Dazu machen wir einen Rechtsklick auf den Server. Und jetzt sehen wir hier, wir können zum Beispiel hier schon direkt ein temporäres Passwort hinzufügen. Temporäre Passwörter, ich kann es gerade mal kurz machen, laufen nach einer gewissen Zeit ab. Das heißt, euer kompletter Server ist dann eben zum Beispiel hier für 6 Stunden oder Minuten oder Tage oder was auch immer ihr hier angebt, eben nur mit Passwort erreichbar. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn ihr irgendwie gerade live streamt oder sowas und ihr habt hier gerade mega viele Leute, die zu euch auf dem Channel wollen oder auf dem Server wollen. Und ja, dann kann man sagen, okay, Server ist ein bisschen überlastet, jetzt reicht's mal langsam. Und dann eben so ein temporäres Passwort, dann wird's besser. Okay, und jetzt kann man hier natürlich auch sagen, ich möchte das Ganze für meine Channel machen, aber das machen wir dann, wobei, wir können es auch gleich kurz machen. Dazu gehen wir auf Channel editieren und dann sehen wir hier unten die Eigenschaften davon und hier oben steht dann Passwort. Der Default-Channel kann kein Passwort haben, weil man muss tatsächlich, nachdem man auf dem Server gejoint ist, muss man auf irgendeinen Server, auf irgendeinen Channel drauf können und in meinem Fall ist das der Default-Channel, das heißt, ich kann hier kein Passwort eintragen. Zu den Rechten und so weiter hier unten kommen wir aber noch nachher. So, und jetzt gehe ich nochmal hier auf den virtuellen Server editieren. Da haben wir dann nämlich noch viel, viel mehr Optionen. Hier kann man auch auswählen, wie dieser Server eben heißt natürlich und dann eben auch tatsächlich das permanente Server-Passwort haben. Das heißt, das ist nicht irgendwie nur 6 Stunden, sondern es ist permanent. Also für immer ist dieser Server eben passwortgeschützt. Macht Sinn, wenn ihr irgendwie einen privaten Server habt. Ihr wollt eigentlich nicht, dass irgendwelche random Leute drauf joinen und dann natürlich hier ein Passwort drauf machen und so ist es okay. So. Standard hier sind 32 Slots, die man frei hat. Natürlich kann man hier auch weniger eintragen, aber wenn man mehr eintragen möchte, dann muss man eine Lizenz beantragen. TeamSpeak lässt 32 Leute standardmäßig zu, aber mehr als 32 Leute auf einmal, dazu braucht man entweder, wenn man irgendwie Werbung drauf schaltet oder irgendwie mit was Kommerziellem das Ganze hat, also zum Beispiel ich als YouTuber müsste mir hier eine Lizenz kaufen tatsächlich und die sind relativ teuer, die kosten pro Slot, oder wenn ihr das Ganze nicht professionell macht, das heißt, ihr verdient damit kein Geld, ihr habt irgendwie vielleicht einen kleinen Clan oder sowas, dann könnte ich ja auch tatsächlich eine Lizenz beantragen, aber das wird sehr, sehr konkret überprüft. Also da muss man schon wirklich nachweisen können, dass man hier nicht professionell beziehungsweise nicht irgendwie mit Geld irgendwas hier macht oder Werbung oder sonst irgendwas, sonst wird es hier sehr, sehr kritisch. Und dann kann man hier hochgehen bis zu, keine Ahnung, sehr, sehr vielen Slots. Je nachdem eben, wie viel man dafür bezahlt, kann man hier natürlich auch hochgehen. So, und dann kann man hier sagen, reservierte Slots, zum Beispiel für den Administrator. Das heißt, wenn ich irgendwann mal drauf joinen möchte, da muss natürlich immer noch ein Slot reserviert sein. Und deswegen muss ich natürlich hier auch diesen einen Slot für mich irgendwie zur Verfügung stellen. Das heißt, ein Slot ist immer frei für mich zum Beispiel. Okay. Dann hier eben Hostnachricht, da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Wir wollen hier noch ganz kurz auf dieses Anti-Flood eingehen, denn manche von euch werden wahrscheinlich auch irgendwie Probleme haben mit Leuten, die hier irgendwie einen DOS-Angriff probieren. Das gibt es sehr, sehr häufig, auch bei absolut unbekannten Teamspeak-Servern passiert das öfters mal, hatten wir auch schon das Problem. Hier kann man Punkte einstellen, die man pro Fehlversuch sozusagen bekommt. Und man bekommt automatisch einen Block, also man kann dann nicht mehr drauf joinen auf den Server, wenn man 150 Punkte hat. Das heißt, man muss irgendwie 30 Mal versucht haben, auf diesen Server zu joinen und das ist dann schon irgendwie eigentlich schon fast ein Angriff. Und natürlich dann irgendwie immer irgendwas Komisches gemacht haben dabei, also es wird automatisch alles von TeamSpeak erkannt. Und wenn man 250 Punkte hat, dann wird man komplett, also wird die IP gebannt. Sinnvoll. Das hier ist ein sehr seltsames, sehr seltsames Sicherheitsmodell. Da werden wir nicht weiter drauf eingehen. Das könnt ihr eigentlich alles so automatisch lassen, wie es ist. Wir werden aber noch nachher auf das rechte System eingehen. Und da gehen wir dann separat drauf ein. So. Jetzt wollen wir noch ganz kurz hier diesen Channel, können wir hier auch noch editieren, das heißt, wir können hier sagen, okay, wir haben jetzt einen Channel, achso, genau, den Default-Channel kann man natürlich hier auch noch einstellen, indem man hier einfach auf wieder
virtuellen Server editieren geht und dann kann man hier eben zum Beispiel auch Sachen wie Standard-Channel findet sich eben unter Verschiedenes. Das heißt, hier kann man zum Beispiel einstellen, welche Servergruppe man bekommt, wenn man noch nie auf diesem Server war. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand von euch auf diesen Server hier joinen würde, dann würde er die Gruppe Guest zugewiesen bekommen. Ich kann natürlich auch einstellen, dass jeder Server-Admin wird oder normal bekommt. Ich kann aber auch hier zum Beispiel Channel-Gruppen einstellen. Und der Admin bekommt natürlich auch eine Gruppe, der kann aber auch irgendwas anderes bekommen. Das werden wir alles noch machen hier und ja, das ist im Endeffekt alles, was ihr hierzu wissen müsst. Jetzt gehen wir tatsächlich hier mal auf unter Rechte und dann können wir hier schon mehr machen. Das heißt, wir haben hier zur Auswahl eben die Servergruppen und die Channelgruppen. Ganz kurz, was ist eine Servergruppe, was ist eine Channelgruppe? Eine Servergruppe bezieht sich auf, also jeder hat sowohl eine Servergruppe als auch eine Channelgruppe. Bei mir Servergruppe Server-Admin und Channelgruppe Guest. Und jeder von euch hat automatisch, wenn er auf den Server joint, wie gesagt, schon eine Standardgruppe, das heißt irgendwie Guest und hier auch wahrscheinlich Guest. Außer man weist es eben anders zu. Und was dann passiert ist, man hat spezielle Rechte, also die Channel-Gruppe bezieht sich immer auf einen Channel. Das heißt, ich habe in diesem Default-Channel irgendwelche Rechte oder wenn ich jetzt hier einen neuen Channel erstelle, habe ich eben in dem verschiedene Rechte. Und der Server oder die Server-Gruppe bezeichnet die Rechte, die ich auf dem kompletten Server habe, das heißt in allen Channeln. Im Endeffekt ist die Server-Gruppe natürlich wichtiger als die Channel-Gruppe, weil sie einfach viel, viel mehr umfasst. Deswegen gucken wir uns die einfach mal als erstes an. Und ihr seht, hier haben wir standardmäßig 3 Gruppen zur Auswahl. Hier sehen wir immer, welche User gerade damit verbunden sind. Server Admin, Normal und Guest. Und Guests werden hier nicht angezeigt. Genauso wie hier Normal werden nicht angezeigt, weil einfach kein Normal und kein Guest da ist. Also bei Server Admin bin halt ich da und ansonsten ist halt niemand da. Aber das ist auch okay so, weil der Server, den dürfte ich nicht als richtigen Teamspeak-Server verwenden, weil ich ja irgendwie was mit YouTube mache und YouTube ist auch irgendwie mit Werbung verbunden. Das heißt, ich müsste eine Lizenz kaufen, deswegen darf ich das natürlich nicht machen. So, deswegen haben wir übrigens einen Discord-Server, Link wie immer in der Beschreibung. Und ja, jetzt geht's hier mal kurz weiter. Wir gucken uns aber lieber mal hier die Server-Admin-Gruppe an, denn bei Guest oder bei Normal sind einfach dieselben Rechte verfügbar, die ihr an- oder ausschalten könnt. Bei Server-Admin sind aber alle direkt sichtbar. Manchmal müsst ihr hier bei Normal oder Guest ausklappen und ja. Okay, was hier wichtig ist, sind vielleicht diese Dinger hier. Also die kann man sich natürlich auch gerne mal selber durchlesen. Und ich denke, jeder, der schon mal irgendwie Teamspeak als normaler Nutzer benutzt hat, der wird wissen, was damit gemeint ist. Server administrieren bedeutet so viel wie, man kann Servernamen ändern, man kann Willkommensnachricht ändern, man kann Passwort ändern, was natürlich nur einer machen sollte. Das sollten nicht irgendwie alle können. Und reservierte Slots werden auch nur von diesen Server-Administratoren, also denen, die hier den Haken haben, benutzt. Sollte man möglichst schauen, dass das nicht so viele Leute sind, das heißt möglichst wenige, denn die dürfen wirklich alles mit dem Server machen, auch ihn irgendwie mit einem Passwort belegen, dass ihr nicht mehr draufkommt sozusagen. Deswegen hier immer vorsichtig sein. Okay. Dann hier Server-Host-Einstellungen ändern, das ist Datentransfer zum Beispiel, die Anzahl an maximalen Clients und so weiter, das ist nochmal in einem separaten Haken hier oder in einer separaten Einstellung hier eingestellt, reservierte Slots benutzen, das kann man zum Beispiel dann eben nur für die Server-Admins und normal kann zum Beispiel auch hier irgendwie Max-Clients oder sowas einstellen, sollte man aber wie gesagt trotzdem auch auf Server-Administratoren reservieren. Dann Client kann Server-Informationen einsehen, das können meistens mehr Leute als nur der Server-Admin. Weil, ja, da gibt es irgendwie noch solche Manager normalerweise, die dann eben auch angucken können, was gerade passiert und vielleicht einen Admin anschreiben können, wenn irgendwas Schlechtes passiert. Aber auch nicht jeder sollte das können. Okay, Gruppen verwalten, zum Beispiel eben das, was wir hier gerade machen, das ist die Gruppenverwaltung. Das heißt, wir können irgendwelche Gruppen erstellen oder löschen, das wäre dann hiermit. Ihr könnt natürlich auch eigene Gruppen erstellen. Und die Leute dann zuweisen, dann Channel-Client und Gruppen-Icons ändern, gut, okay, Channel-Gruppen machen wir gleich noch, Client und Gruppen-Icons, also Channel-Client und Gruppen-Icons bedeutet hier, ich kann natürlich, man sieht es hier ganz vorne, dieses S hier vorne dran mit diesem kleinen Kopf, das bedeutet, man ist ein Server-Admin und das kann man dann eben damit verändern und Client kann Rechte ansehen, das ist eigentlich fast Standard, gut. So, jetzt wird es vielleicht für einige von euch interessanter, denn das hier können relativ viele normalerweise, also nicht nur die Server-Administration. Man kann Mitglieder hinzufügen und entfernen, das bedeutet, man kann eben neue Benutzer hinzufügen oder aber auch dann wieder hier, also da sagt man sozusagen, welche man alle
hinzufügen kann. Und wenn man hier tatsächlich auf normal geht, dann kann man halt bis Gruppe normal alles verwalten, aber darüber nicht. So, Clients administrieren, das ist wahrscheinlich relativ interessant für viele von euch. Da hat man auch schon öfters mal von dem sogenannten Admin Abuse gehört. Man kann zum Beispiel Leute verschieben, da kann man dann angeben, bis zu welcher Gruppe man die Leute verschieben kann. Das heißt, wenn ihr hier irgendwie bei Normal seid, dann macht es natürlich wenig Sinn, wenn der, wenn man hier irgendwie Server-Admins verschieben kann, dann kann ja jeder den Server-Admin in verschiedene Channels ziehen. Das ist irgendwie sehr, sehr anstrengend für die Leute, wenn das jeder machen kann. Deswegen geht man ganz gerne hin und sagt Nobody. Aber manchmal macht es auch Sinn, die Leute ziehen zu können. Der Server-Admin kann grundsätzlich jeden ziehen, aber normal kann normalerweise manchmal jemanden ziehen, manchmal auch niemanden ziehen. Guests können manchmal von normal gezogen werden, also je nachdem, wie ihr eben diese Gruppe hier habt. Ihr könnt dann natürlich auch verschiedene Rechte machen. Das heißt, ihr habt eine Gruppe, die Server-Admins zum Beispiel, die alle ziehen können. Dann habt ihr eine Gruppe privilegierte Mitglieder von eurem Clan oder sowas, die einen monatlichen Beitrag zahlen, was weiß ich. Die können dann zum Beispiel alle verschieben und alle kicken und alle vom Channel kicken oder vom Server kicken oder generell bannen, die aber niedriger sind als sie selber. Das heißt, alle Guests zum Beispiel. Solche Sachen könnte man dann eben hier machen. Also bis Guest kann ich jetzt, wenn ich das hier eingegeben habe, alles verschieben oder kicken oder vom Channel kicken, vom Server kicken. Vom Server kicken heißt komplett rausschmeißen, vom Channel kicken heißt einfach nur von meinem aktuellen Channel, gerade in einen anderen, rausschieben. Und Bann bedeutet eben wirklich, eine Zeit lang kann dieser Client nicht auf den Server zugreifen. So, Channel verwalten. Und da müssen wir ganz kurz drauf eingehen, was diese Typen von Channels sind. Permanente Channel ist das, was zum Beispiel der Default-Channel ist. Der ist für immer da. Das heißt, wenn ich meinen Server runterfahre und wieder hochfahre, also den Teamspeak-Server, dann ist der Default-Channel immer noch da. Und solche permanenten Server kann ich natürlich auch erstellen. Das heißt, irgendwie einen Unreal Tournament Server, einen CSGO Server, einen League of Legends Server und so weiter und so fort. Kann ich alles erstellen, aber die bleiben dann auch wirklich da. Die semi-permanenten Server, die werden wieder entfernt, wenn der Server runtergefahren wird und wieder hochgefahren wird. Also wenn der Teamspeak Server mal kurz down ist und danach wieder up ist, dann sind die semi-permanenten alle weg. Und die temporären Server, Channel, die sind nur eine gewisse Zeit da, also zum Beispiel 2 Stunden oder sowas, oder bis eben derjenige, der sie erstellt hat, wieder geht. Und None bedeutet einfach, man kann keine erstellen. So, und editieren hatten wir gerade schon vorhin gesehen, dieses Fenster, das bedeutet eben, dass man sie editieren kann. Okay, dann, wir sind jetzt übrigens gerade hier bei Normal. Normal kann Normal darf semi-permanent erstellen, das ist schon in Ordnung. Der Client kann Avatar setzen, das ist sozusagen das Bild, das man hier immer in diesem Fenster hier sieht, wenn man drüber fährt. Der Client kann Channel abonnieren, das heißt, er kann den Chat lesen sozusagen. Und Channel Commander ist was ganz anderes und Gesprächsleitung bedeutet so viel wie, es gibt moderierte Channel, da kann man immer nur sprechen, wenn die Gesprächsleitung jemandem das Wort erteilt. Dateitransfer dürfte auch bekannt sein, man kann hier über den Rechtsklick und dann Dateibrowser öffnen, kann man Sachen hochladen, wieder runterladen, solche Dinge eben. Ja, und das ist eigentlich auch tatsächlich das rechte System. Ich möchte euch jetzt allerdings noch kurz ein paar andere wichtige Sachen zeigen. Und zwar einmal haben wir hier das Serverprotokoll. Da kann man angucken, was eben gerade passiert ist, also die ganze Zeit, was da irgendwie passiert ist. Und da kann man auch noch Einstellungen vornehmen, was alles hinzugefügt werden soll zu dem Protokoll. Das wäre dann hier. Im Moment ist nur irgendwas mit Rechten da drin. Dann haben wir aber auch noch die Möglichkeit, irgendwas, also die Protokolle für Clients, für Channel, für Server Queries und für Dateitransfer zu aktivieren. Das heißt, jedes Mal, wenn zum Beispiel eine Datei hochgeladen wird oder runtergeladen wird, bekommt ihr in dieser Log-Datei, die ihr unter Extras und dann Serverprotokoll findet, hier eben eine Meldung, dass irgendwie eine Datei hoch- oder runtergeladen wurde. Dann die Bannliste dürfte auch klar sein, die Beschwerdeliste, da können sich Leute beschweren, die aber selber keine Bannrechte zum Beispiel haben, weil sie irgendwie von jemandem genervt wurden oder sowas. Und ich denke, das ist eigentlich so das Wichtigste, was ihr als Admins von einem TS3-Server wissen solltet. Falls ihr irgendwie noch mehr Wissen braucht oder so, oder ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, dann schreibt mir bitte das Ganze in den Kommentaren und dann, schreibe ich euch entweder zurück oder mache sogar nochmal ein extra Video dazu. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!